Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Elder Scrolls Legends in der Beta. Mein Name ist der Ed von netgaming.tv und wir befinden uns in Kapitel 4, Raubüberfall. Und ich würde sagen, wir starten das einfach mal. Auf geht's. Banditen versus Quischnack. Oh, 20 Punkte jetzt schon. Pro 5 Punkte verlorener Gesundheit verlierst du eine Rune. Und ziehst eine neue Karte. Okay, das ist auch wieder eine Neuerung. In Ordnung. Jeder muss Wegegeld entrichten. Was haben wir denn da? Der pusht. Das bringt uns aber gar nichts im Moment. Wir müssen dagegen halten. Erstmal. Geld oder Leben? Die Macht des Hist durchdringt mich. Wir sind in der Unterzahl. Erledigen wir ein paar, bevor wir überrannt werden. Ja, da hat er allerdings recht. Da gebe ich Ihnen recht. Schauen wir mal, was wir hier im Angebot haben. 2 und 1. 2 dazu reicht. Nehmen wir den hier, ne? Obwohl, den könnte er ja auch killen. Ihr Tod wird dem Kaiserreich ruhen. Aber wir machen erstmal den hier weg. Ihr werdet mich nicht einmal kommen. Jedes Mal, wenn du eine Rune verlierst, ziehst du eine Karte. Dieser hier wird ungeduldig. Okay. Sturmangriff, das heißt... Sturmangriff-Kreaturen können sofort angreifen. Ja, das ist doch mal eine gute Idee. Was haben wir denn da? Wir haben ein 0 und 2. Wartet mal. Ich bin zu allem bereit. Der hat 3 Verteidigung. Kreatur. Gib einer Kreatur 1. Ah, wir haben keinen Dings mehr. Schade. Lass mal lucken. Der kann den killen, der kann den killen. Wir können die alle killen. Jetzt bezahlt ihr. Okay. Zumindest ist jetzt wieder Ruhe. Jeder muss Wegegeld entrichten. Ich muss mal irgendwie ein paar Leute mehr aufs Feld kriegen. Verursacht 3 Schaden. Lass mal gucken. Halt! Im Namen des Jarl! Zeigt mir eure Wunden. So. Den pushen wir. Wer sich mit meinem Clan anlegt, legt sich mit mir an. Den pushen wir nochmal. Jetzt hat er 3 Angriffspunkte und 3 Verteidigungspunkte. Was macht er? Oh. Hallo? Geht's noch? Ah. Feuerball. Führe allen Gegnern einen Schaden zu. Das kommt ja wie gerufen. Das kam ja wirklich mal wie gerufen. So. Der hat jetzt auch eine Karte bekommen. Da wieder so ein kleiner Räuber. Und lauft weg. Weißläufer, der kann den verursacht 3 Schaden. Verursacht 1 Schaden. Und dann können wir damit noch angreifen. Sagt mir, wo es weh tut. So. Sieht doch jetzt insgesamt gar nicht so schlecht aus. Okay. 6 und 2. Ich besetze die Mauer. Ja, können wir? Nee, können wir nicht. Sagt mir, wo es weh tut. Ohne weg. Kämpft gegen mich, grunzender Skaver. Okay. Kriegt er wieder eine Karte? Ich müsste ihn eigentlich normalerweise jetzt haben. Dieser hier wird ungeduldig. Nehmt das Gold und lauft weg. Okay. Der ist böse.
Komm. Kämpft gegen mich, grunzender Skever. Wir fackeln gar nicht lange. Für das Grün. Also, bis jetzt läuft es ja echt geschmeidig durch. Als der letzte Bandit seine gefallenen Kameraden sah, sank er auf die Knie. Wenn der Held sein Leben verschont, würde er ihm zeigen, wo die Bande ihre Beute versteckt hält. Doch der Händler forderte Gerechtigkeit. Und welche Wahl traf euer Held? Oh. Verschonen oder hinrichten? Eins ist zum Aufpushen. Vernichte eine Kreatur mit zwei Macht oder weniger. Ja, komm, wir sind böse. Ja, das finde ich echt cool, dass man Entscheidungen treffen muss. Die Untaten des Banditen endeten dort. Also ganz ehrlich, bis jetzt finde ich... Ich kann es nur wieder sagen, also ich bin begeistert. Wächter 1 und 3, sehr geil. Jawohl. Legionsschild und Quatscher-Soldat. Flüchtlinge. Wachen des Bundes. Halt! Wir suchen einen Schurken, der genauso aussieht wie ihr. Das muss ein Missverständnis sein. Was für ein Missverständnis? Dass ihr dachtet, wir würden klein beigeben. Oh, der war gut. Der war gut. Okay, Kapitel 5. Flüchtlinge. Very nice. Wächter des Bundes gegen Kirschmark. Die Truppen des Bundes haben bereits zwei Wächter in Position, okay? Eieiei. Aber man merkt, so langsam steigt der Schwierigkeitsgrad an. Wir können ja echt viel machen. Halt! Im Namen des Jarl! Das Gute ist, wir haben keinen Angriff. Zumindest bis jetzt. Bei den Ahnen. Ich werde niemals aufgeben. Vernichte eine Kreatur mit... Zuerst müssen die Wächter vernichtet werden, bevor du andere Gegner in ihrer Reihe angreifen kannst. Okay. Dann machen wir das. Kämpf gegen mich, grunzender Skever! Die Wächter scheinen so eine Art Blockfunktion zu erfüllen. Ihr habt keine Ahnung, welche Macht ich befehlige. Aua! Hallo? Beschwörung, okay. Der hat... Bandar, verfluche euch! Komm, mach den weg! Kämpft gegen mich, grunzender Skever! Hol dir den. Ihr habt keine Ahnung, welche Macht ich befehlige. Eieieiei. Gefällt mir ja gar nicht. Kinderspiel. Der knallt mir hier aber gut was rein. Nein, wir holen erstmal hier. Warte auf Befehle. Hol dir den. So, warte. Gib einer Kreatur 1. Legionär. Patrouille. Wir nehmen das hier. Wer sich mit meinem Clan anlegt, legt sich mit mir an. Dann hat der Power. Gegen mich grunzen, das Geber. Müsste den killen können und der muss den angreifen. Gut. Lorcan, ihre Zeit endet heute. Ich sag doch, das ist die Synchronstimme von Dr. House, den Dr. Wilson da, den Freund von Dr. House. Ja, komm. Pushen wir mal auf. 3 und 4. 3 und 2. 3 und 3. Nehmen wir mal den großen. Kaiserliche Soldaten ergeben sich nie. Meine Klinge ist durstig. Ja, ja. Du mich auch. Und der kann... Ich höre und gehorche. Den da wegmachen. Sehr gut. Das ist wie bei Hearthstone, diese... Wenn die da zum Dings machst, ja, dann sag schon.
Ei. Stendard kennt keine Gnade mit euch. En garde. Wieder ein Wächter. Mein Gott. Denen geht die Zeit aus. Ja, nun ist aber mal gut hier. Zwei Wächter. Füge allen Gegnern einen Schaden zu. Wir haben 6 Punkte zur Verfügung. Kreaturen 0 und 2. Warte mal. Wir geben... Der schafft den zwar. Zeigt mir eure Wunden. Aber... Wartet. So konnten wir das schon mal erledigen. Jetzt müssen wir mal überlegen. Jetzt müssen wir schlau sein. Meine Klinge ist durstig. Nehmen wir Gnade. Den. Meine Klinge machen ist durstig. Den. Der ist zwar tot, aber egal. Und gehorche. So. Jetzt sieht die Sache doch ich relativ entspannt Ahnung, aus. Welche Macht ich befehlige. Außer das hier. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ganz ehrlich. Ihre Zeit endet heute. Sechs und Dings. Sturmangriff sofort. Sturmangriff 2. Ich bin zu allem bereit. Okay, du machst den mal weg. Du greifst an. Und den werden wir jetzt hier auch mal wegmachen. Und wir können immer noch mit was angreifen. Das ist gut. Nehmen wir doch hier gleich den Großen. Sagt mir, wo es weh tut. So. Wird knapp. Wird echt knapp. Ah, shit. Ich werde niemals aufgeben. Das war jetzt aber wirklich unnett. Drei und drei, drei und zwei, fünf und fünf. So. Ich höre und gehorche. Mach den weg. Oh, für Glanz und Gedärme. Sag mir, wo es tut. Keine Gnade. Zack. Ihr Tod wird dem Kaiserreich Ruhm bringen. 5 Punkte hat er noch. Ja, das war klar. Denen geht die Zeit aus. Trotzdem habe ich ihn. So. Was haben wir denn hier? Komm. Weißt du, schön ist? Jetzt bezahlt ihr. Jetzt kriegt er richtig einen rein. Achtung, Obacht, Feuer. Der hat gesessen. Sieg. Neue Stufe. Yes. Stufenbelohnung. Spielbelohnung. Was haben wir denn da? Okay. Ah, okay. Wir können den zum Wächter machen. Oder auf Durchbrechen. Nämlich einen starken Wächter. Oder einen, der richtig übelst Damage macht. Ich glaube, ich nehme den als Wächter. Setze auf eine sichere Verteidigung. Also das mit den Karten aufwerten bzw. verbessern, das ist eine geile Idee. Respekt. Willenskraft. Überrennt Gegner mit schierer Überzahl. Wenn du eine andere Kreatur beschwörst, erhältst du eine Gesundheit. Verbündete Kreaturen halten plus 0 plus 1. Oder wieder ein Wächter. Das hier kann nicht schaden. So. Kapitel 6. Sie mieden nun die Straßen. Doch natürlich hat auch die Wildnis ihre Tücken. Kapitel 6. Das hungrige Rudel. Auf geht's. Wölfe versus Krishnak. Okay. Wir fangen an.
Die Nacht verleiht den Wölfen Deckung. Du kannst sie erst angreifen, wenn sie sich zeigen. Aha, okay. Also Art Verstohlenheit. Oder diese Wölfe kommen aus den Schatten und zerfetzen uns. Was haben wir denn da? Nicht viel Feuerkobold. Kreaturen in einer Schattenreihe erhalten eine Runde lang Deckung. Kreaturen mit Deckung können nicht angegriffen werden. Okay, cool. Weiter. Dein Zug. Alles sehr hohe Karten. Ich setze mal vorsichtshalber hier was hin. Dem Kaiserreich Ruhm bringen. Und gehe mal direkt drauf. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Okay, Wache von Mortal. Halt, im Namen des Jarl. Jetzt bezahlt ihr. Bis jetzt ist es ja noch relativ human. Oh, oh, oh. Ganz schön gemein. Sobald ins Spiel gebracht, sind Unterstützungskarten permanent und geben dauerhafte Verstärkungen. Okay, cool. Ja, wir können eh nichts wirklich was machen. Künard, Geist des Himmels, leite uns. Kämpft gegen mich, Grunzenersgeber. Ja, können wir nicht. Gegen mich, Grunzenersgeber. Bleibt uns nichts anderes übrig. Okay, die pushen sich. Eieieiei. Das gefällt mir nicht. Beschwörung verursacht einen Schaden. Wächter, okay. Wächter. 5 und 5. 6 und 7 können wir noch nicht ausspielen. Wir können höchstens hier denn ausspielen. Kämpft gegen mich, Grunzen, das Geber. Machen wir den weg. Und den muss er erstmal killen. Alter. Ah, das. Ist aber nicht nett. Vernichte eine Kreatur mit 2 Macht oder weniger. Wächter. Verursacht einen Schaden. Bahn da, verfluch euch. Komm. Ich muss die echt mal ein bisschen in Schach halten. Bis ich die großen Karten ausspielen kann. Er setzt echt auf Masse. Aber das ist praktisch. Es gibt einen Plan. Es gibt immer einen Plan. Genau. Schade, den können wir nicht nehmen, aber ihn hier können wir nehmen. Das gab mal Gesundheit, das ist sehr schön. Ach, komm. Die sind safe. Wächter. Mann. Meine, die haben zwar nicht viel drauf, die Viecher, ne? Aber die Masse macht's da. Ganz ehrlich, Wächter oder den? Dann, wir können 2 Wächter beschwören, das ist gut. Dann nehmen wir hier den Wächter noch. Warte auf Befehle. Und greifen. Ihr kommt mir nicht in die Quere. Direkt an. Weil das wird mir sonst zu heiß, wenn ich den hier lange leben lasse. Ah, jetzt hat er sich aufgerieben. Und wenn er jetzt nicht noch zaubert, haben wir ihn in der nächsten Runde. So.
Das machen wir. Gib einer Kreatur 0 und 2. Halt, 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 halt. Erstmal holen wir uns den. Dann. Zeigt mir eure Wunden. Holen wir uns den. Zack. Ihr kommt mir nicht in Zack. Die Quere. Und das war's. Boah. Nicht ohne. Nachdem sie die Bestien besiegt hatten, hörten sie ein leises Winseln. Ein Wolfsjunges. Nahmen sie es auf? Oh. Vertreiben, schicke eine Kreatur auf die Hand ihres Besitzers zurück. Oder aber mitnehmen. Plus zwei, solange du die meisten Kreaturen in dieser Reihe hast. Ich töte kein armes Welpen, also ich nehme den mit hier. Da kann der ja, Buff. Sie glaubten, es würde zu einem starken Gefährten werden. Da kann der Buff noch so heftig und geil sein. Ich töte keine Welpen. So. Weiter geht's. Prophezeiung, Beschwörung. Führe allen gegnerischen Kreaturen in dieser Reihe einen Schaden zu, okay? Vernichte eine Kreatur. Oh. Sehr cool. Wir sind da. Das ist Lanets Haus. Und es wimmelt von Kultisten. Lanet steckt in Schwierigkeiten. Kommt! Ja, ich würde sagen, wir sehen in der nächsten Folge, wie es weitergeht mit Kapitel 7, Zerschmetterte Hoffnung. Ich bedanke mich bei allen, die zugesehen haben. Danke, dass ihr auch Feedback da lasst und mich immer so unterstützt. Ich sag einfach mal Danke und wir sehen uns beim nächsten Part wieder von The Elder Scrolls Legends in der Beta. Macht's gut, euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.